Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Let's Play von Transformers 2. Und zwar geht es heute um den Creators Club. Das Ganze ist erschienen im Januar. Muss im Januar gewesen sein, irgendwie so. Auf jeden Fall ist das Ganze noch in einer Beta. Bei den einen oder anderen funktioniert das Ganze nicht. Was der Grund dafür ist, ist halt wie gesagt, weil es in der Beta ist. Bei mir hat es jetzt funktioniert tatsächlich. Was der Creators Club beinhaltet und ist, sprich, man kann sich Szenarien runterladen, Lackierung, ja, hat so alles seine guten Vorteile auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt auch, man kann mit der Baureihe 612, das habe ich hier als gutes Beispiel, dass man mit der Baureihe 612 über Aschaffenburg Hochschule fahren. Das ist auch ein bisschen falsch geschrieben, ne? Alles klar. Genau. Das geht hier von Aschaffenburg Hauptbahnhof los und geht nach Aschaffenburg Süd Bahnsteig 2, wo es danach theoretisch weitergeht für den Güterverkehr zum Hafen, wenn mich alles täuscht. Ja, das müsste so sein. Genau. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze kurz mal ein bisschen an hier und ja, genau. Wie gesagt, wie wir sehen, wir haben ja die Baureihe 612 160 und wir sehen auch Aschaffenburg. Das S steht, denke ich mal, für Süd, bin ich der Meinung. Wir fahren das Ganze in eine Einzeltraktion und ja, würde sagen, schwingen wir uns rein und da geht's auch schon los. Ich werde auch nochmal in die Videobeschreibung noch mal unten reinschreiben, was genau nochmal der Creators Club ist. Ich hier mein Mund fußlich rede, sage ich mal. Wie gesagt, man kann sich auch verschiedene Repaints runterladen, beispielsweise Abilio, was gibt's da noch von Bewegt, alles mögliche halt, S-Bahn, Lackierung, dies, das halt alles, ne? Alles, was es so Schönes gibt, dann auch für die Baureihe 612 gibt's auch die IC-Lackierung oder auch verschiedene Szenarien für ICs, dass man mit den Doppelstockwagen IC-Verkehr fahren kann, sprich mit der passenden Lackierung tatsächlich, auch sehr gut auf jeden Fall. Und ja, genau. Würde ich sagen, machen wir noch schnell die PCB an, dass das alles hier super funktioniert. Genau. So, da vorne haben wir auch das Signal schon, dass wir losfahren dürfen auf jeden Fall. Räumen wir ein wenig rückwärts. Okay, ist ja egal. Naja. So, hier rechts haben wir einen Doppelstockwagen mit einer 146 dran. Hier links haben wir nochmal einen kleinen GZ. Ja, genau. Das wäre das dazu. Ja, also auch wie gesagt, Creators Club beinhaltet auch, dass man selber, ich könnte theoretisch jetzt auch, oder wie ihr, die das Spiel besitzen, könntet im Creators Club eigene Szenarien erstellen, das teilen, Lackierungen erstellen und ja, dies, das halt. Also man muss sich das so vorstellen, dass es wie ein Mod-Hub, eigentlich ganz simpel und eigentlich ganz einfach, auch mit dem Download, das klappt jetzt alles super auf jeden Fall. Ja. So, Ausfahrt haben wir mit 40 km/h. Warum jetzt das jetzt nicht funktioniert hat, dass der 1000 Hertz Magnet leuchtet, das wundert mich. Weil theoretisch müsste er eigentlich leuchten, aber gut. Ja, auch dann noch nebenbei, ich habe es vorhin schon mal in einem Video angekündigt. Vielen Dank für 150 Abonnenten. Das ist wirklich sehr, aus meiner Sicht sehr stark. Hätte ich niemals erwartet, dass das doch bei mir auf dem Kanal so losgeht. Ich habe mich echt gefreut, wo ich 50 Abonnenten hatte. Das ist aber nochmal das Dreifache ist. Hätte ich nicht erwartet, sage ich mal. Finde ich auf jeden Fall echt super, dass ihr die Videos so feiert oder euch die Videos gefallen. Vielmehr, das finde ich echt super.
Ja, das dazu auf jeden Fall. So, wie wir sehen, nächste Halt ist Aschaffenburg Hochschule. Ja, ist was, was man sonst nicht anfangen konnte, aber jetzt geht's tatsächlich. So. Sonst konnte man mit den anderen beiden Dieselloks hier langfahren. Ich weiß gerade die Baureihenbezeichnung nicht. Ja, ich glaube, mit der Foslo konnte man oder kann man auch hier lang fahren. Ansonsten, wie gesagt, mit der elektrischen Triebwagen geht es nicht, weil hier keine Oberleitung vorhanden ist. Ja. Ist auch nicht schlimm, sage ich mal. Dafür haben wir ja das Fahrzeug hier und das ist auf jeden Fall echt super. So, da sind wir auch schon einmal am ersten Halt da. Würde ich sagen, gucken wir uns kurz mal die kleine Geschichte an. Ich wollte sagen, machen wir noch ein kleines Admin fertig hier. Genau, ich denke mal, das passt so an sich. Ja. So, nächste Halt ist dann, wie gesagt, das ist auch auf dieser kleinen Strecke der letzte Halt für das Fahrzeug Aschaffenburg Süd, Bahnsteig 2. Ja. Oh, wir sagen, machen wir die Tür zu. Schalten ein wenig Leistung auf, da geht es auch schon weiter. Ich habe vergessen, Wachsam zu drücken. Das war mein Fehler jetzt hier. Passiert, passiert. Passiert, denke ich mal, auch jeden besten Lokführer, würde ich mal behaupten, oder jeden besten TF, sagen wir es mal so. So, der 1000 Hertz Magnet ist aktiv, also das heißt, wir dürfen jetzt nicht schneller als 45 km/h fahren. Also jetzt gibt es wieder eine Zwangsbremsung. Ja, an sich eigentlich. Relativ schöne Gegend hier, wenn man mal so guckt. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Performance-technisch sind wir bei ja, 40 FPS. Ist PS4 Pro, falls Fragen auftauchen. Aber dafür, dass es auf PlayStation läuft, muss man sagen, läuft es auf jeden Fall echt super. Das haben die Entwickler echt super optimiert. Auf der PS5-Xbox Series X heißt es ja, glaube ich, ne? Müsste ja 60 FPS laufen. Ja, so Einfahrt haben wir mit 40 km/h. Ich frage mich eigentlich allgemein, warum man hier einen Bahnsteig hinmacht. Aus welchen Gründen auch immer. Der ist schon ganz schön. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, der wäre so zugewachsen hier. So, Aschaffenburg Süd. Da sind wir auch schon an unserem Ziel. Da auf jeden Fall, ne?
Ah, halt mal ein bisschen weit hinten hier, aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, wir stehen gut. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen guten Kommentar, ein Abo würde mich sehr freuen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zum Creators Club, schreibt es ja gerne in die Kommentare. Vielleicht kommt nochmal dann ein Video dazu. Oder der passende Link erscheint in den Kommentaren, wo dann die neuesten Infos zu erscheinen. Dovetail Games selber postet ja auch, was alles neu kommt. Was neue Futures sind und dies und das. Also da sind die echt gut hinterher. Na gut denn. Auf jeden Fall, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.